Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Es gibt Fight News von NFC am 16. Dezember. Da gibt es ja den großen Jahresabschluss-Event im Castello in Düsseldorf. NFC 17 und da soll endlich der Bantam-Gewichtstitel ausgekämpft werden. Wir erinnern uns, bei NFC 15 in Essen im September sollte es ja eigentlich zu einem Titelkampf kommen zwischen Maurice Adorf, der zum ersten Mal im Bantam-Gewicht angetreten ist, vorher ja im Federgewicht gekämpft hat, und Max Holzer, der seine gesamte Karriere im Bantamgewicht bestritten hat und eines der größten Talente in Deutschland ist. Aber Holzer musste krankheitsbedingt absagen, einige Wochen vor dem Kampf. Der Fight damit geplatzt. Eingesprungen ist damals Lascha Ablamischvili, der im Februar ein sehr, sehr beeindruckendes NFC-Debüt gegeben hat, gegen niemand geringeren als Kurshet Kakorov, Bellator-Veteran, mittlerweile nebenbei gesagt auch im Finale der PFL Europe, wo er im Dezember um 100.000 Euro kämpfen wird. Und Lascha hat sich da sehr, sehr gut geschlagen, hat im Juli dann vor heimischer Kulisse beim NFC und The Cage Event eine weitere starke Leistung geholt. Erstrunden-Finish, hat sich den The Cage-Titel gesichert und sich damit sehr schnell in Position gebracht, um auch bei NFC oben mitzuspielen. Und als wir einen Ersatzmann für diesen Titelkampf gesucht haben, war es im Grunde genommen ein No-Brainer, dass wir Lascha anfragen. Der hat relativ zeitnah zugesagt, hatte, naja, gut 2 Wochen Zeit, sich vorzubereiten, und diese Zeit war offensichtlich zu knapp für seinen Körper, um das erforderliche Kampfgewicht zu erbringen. Also, wie gesagt, der letzte Cut in Magdeburg war Ende Juli, der Kampf bei NFC 15 dann Mitte September, das heißt, das war nicht allzu viel Zeit, die Strapazen dieses Cuts zu verarbeiten. Dementsprechend hat Lascha sein Gewicht gerissen um 1,3, 1,6 Kilo, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, und der Kampf war vom Tisch, ist sozusagen auf der Waage geplatzt. Jetzt stand nun also die Frage im Raum, wer wird nun um den Bantam-Gewichtstitel kämpfen? Ein Mann ist gesetzt, nämlich Maurice Adorf. Der hat sein Gewicht gebracht bei NFC 15, obwohl der Kampf nicht stattgefunden hat. Hat bewiesen, dass er das Bantam-Gewicht erbringen kann, obwohl er sehr, sehr groß ist für die Gewichtsklasse. Hat mehrere Trainingslager schon hinter sich gehabt bei NFC. Immer wieder die Gegner ausgefallen, immer wieder verschoben, immer wieder auch Gewicht gerissen. Das heißt, dass wir ihn in diesem Titelkampf belassen. Das war natürlich klar. Die Frage ist, gegen wen würde Adorf kämpfen in Düsseldorf am 16.12. Und die Wahl ist auf diesen jungen Herren hier gefallen, Dino Dynamite Starcevic. Starcevic, ein sehr, sehr starker Mann, der sein NFC-Debüt im Mai diesen Jahres gegeben hat, nämlich bei NFC 14, als er den starken Chade Uca geradezu zerstört hat. Kann man nicht anders sagen. Uca, ein Riesentalent aus Dortmund, musste in der zweiten Runde die Segel streichen gegen den starken Mazedonier Dino Starcevic, der nun nach dem Titel greifen wird. Er hat ja schon früh gezeigt, dass er das Game versteht, hat ein bisschen geschossen in Richtung Lascha, hat ein bisschen geschossen in Richtung Adorf, und die Matchmaker von NFC hatten den jungen Mann relativ früh auf dem Schirm als potenziellen Titelcontender, auch wenn er als Profi noch gar nicht so viele Kämpfe bestritten hat. Und im Podcast nach NFC 15 hat sich auch Maurice Adorf dahingehend geäußert, dass er gesagt hat, pass auf, ich habe keinen Bock gegen Holzer zu kämpfen, weil der hat das Gewicht gerissen, der muss mir erstmal beweisen, oder beziehungsweise der hat schon mal das Gewicht gerissen, dieser Kampf ist geplatzt, krankheitsbedingt, er muss mir erstmal beweisen, dass er überhaupt am Kampftag ready sein kann, er wollte nicht nochmal gegen Lascha angesetzt werden, auch der hat das Gewicht gerissen, dementsprechend sagte er, ich hätte schon Bock, gegen Starcevic zu kämpfen. Und natürlich kann sich bei NFC keiner aussuchen, gegen wen er kämpft. Aber das, was Adolf da gesagt hat, war im Grunde auch die Meinung der NFC-Matchmaker, weshalb die Wahl am Ende auf Starcevic gefallen ist. Und um da vielleicht direkt den ein oder anderen Kritiker den Wind aus den Segeln zu nehmen, die sagen, ah, warum schiebt man jetzt nicht den Holzer nach? Der hat sich's doch verdient. Warum schiebt man nicht den Lascher nach? Der hat sich's doch verdient. Beide Jungs haben es sich definitiv verdient, um den Titel zu kämpfen. Da bin ich vollkommen bei euch. Holzer wird definitiv irgendwann um irgendeinen Titel kämpfen, ob den von NFC oder den einer anderen Organisation, ich weiß es nicht. Er ist eines der größten Talente Deutschlands, ich sage das immer wieder, hat nicht umsonst auch den Bonus bei uns bekommen. Aber wenn wir mal reinschauen in seine Bilanz, dann sieht man eben, dass er sehr, sehr unkonstant ist, was seine Kämpfe angeht. Und ich meine damit nicht die Ergebnisse der Kämpfe, sondern ob er überhaupt startet. Wir sehen es hier, von den letzten 5 Kämpfen hat nur ein einziger stattgefunden. Jetzt muss man sagen, da war nicht Max Holzer allein schuld dran. Mohamed Walid beispielsweise hat sich ja verletzt, hatte eine Beinverletzung. Aber wir erinnern uns im Dezember, Andriy Tschitschenko, Holzer das Gewicht oder Probleme beim Gewicht machen gehabt, konnte zum Face-Off gar nicht erscheinen, musste ins Krankenhaus, hatte massive gesundheitliche Probleme, die ihn, glaube ich, bis heute verfolgen und die
Das ist jetzt nur meine Vermutung, das ist keine offizielle Ansage, glaube ich, auch der Auslöser für die gesundheitlichen Probleme waren, die zur Absage hier geführt haben im Kampf gegen Adolf. Das heißt, es ist ein Riesentalent, aber irgendetwas haut da in der Vorbereitung nicht hin. Das heißt, er muss erstmal beweisen, dass er diese Big Fights auch wahrnehmen kann. Denn es ist natürlich auch ein Rieseninvestment, nicht nur vom Gegner, der ein Trainingslager bezahlt, der Diät machen muss, der cutten muss, sondern es ist auch ein Rieseninvestment für den Veranstalter, der natürlich Promo macht, der mit dem Kampf wirbt. Und ihr wisst selber, was für ein Shitstorm über einen Veranstalter hereinbricht, wenn so ein Kampf ausfällt. Ich kann mich erinnern, NFC 15, also das war der mit Abstand, der Kampf, wo die meisten gemeckert haben, dass der weggebrochen ist. Holzer gegen Adolf, beziehungsweise am Ende dann Lascher gegen Adolf. Das heißt, so ein Risiko möchte natürlich auch ein Veranstalter nicht eingehen. Deshalb Holzer an dem Punkt erstmal raus, was den Titelkampf angeht. Das gleiche gilt im Grunde genommen für Lascher Abramishvili, der natürlich ein Riesentalent ist und der es locker sportlich verdient hätte, in dem Titelkampf zu stehen, der aber eben auch beweisen muss, dass er, wenn es drauf ankommt, wenn der Druck am größten ist, dieses Gewicht erbringen kann. Meine Idealvorstellung wäre ein Contender-Fight zwischen Holzer und Adolf. Ich weiß, beide kennen sich gut, beide haben miteinander auch schon trainiert. Ich weiß nicht, ob es diesen Kampf geben wird. Vielleicht macht man sogar eine Art Bantam-Gewichtsturnier. Es gibt noch ein, zwei andere junge Talente im Bantam-Gewicht, die da nachrücken, die teilweise noch gar nicht bei NFC gekämpft haben, aber außerhalb von NFC gute Erfolge geholt haben und jetzt in den nächsten Veranstaltungen bei uns debütieren werden. Das heißt, die Bantam-Gewichtsklasse füllt sich immer mehr, wird gewissermaßen so ein bisschen das neue Federgewicht, das ja lange Zeit die Prestigeklasse bei NFC war. Und ich glaube, dass diese Jungs, auch wenn sie jetzt nicht im Titelkampf stehen, natürlich immer noch oben mitspielen und ich sag mal, sollte einer ausfallen, definitiv nachrücken könnten oder beim nächsten, übernächsten Titelkampf sicherlich dann an der Reihe sein werden. So, der jetzige Challenger ist aber Dino Staricevic. Wir haben es gerade gehört. Wir können noch mal reinschauen, was der bis jetzt gerissen hat. Also Chade Uca haben wir gehört. Ground and Pound, zweite Runde bei NFC 14. Unfassbar dominante Leistung. Also ich meine, das ist jetzt ein Ergebnis, das man hier schwarz auf weiß sieht. Aber wenn man diesen Kampf sieht, und den könnt ihr euch noch anschauen bei uns auf dem Kanal, das war pure Dominanz. Pure Dominanz gegen einen wirklich starken Mann in Chade Uca, der zuvor lange Zeit ungeschlagen war, bis er dann gegen den sozusagen ehemaligen Boxer Dennis Ilbay verloren hat, ebenfalls in der zweiten Runde, allerdings durch Submission, davor aber 5 Siege in Folge geholt, also Riesentalent gewesen. Und Staricevic hat eines, was ich besonders an ihm mag, das ist erstens mal sein Mindset, natürlich klar, aber es ist vor allen Dingen sein Wille zu finishen. Es ist ein Mann, der reingeht und Kämpfe finishen will. Er möchte sie nicht gewinnen, er möchte sie finishen und das ist etwas, das wir bei NFC super finden. Ist seit 2021 Profi, hat seitdem, wie gesagt, 4 Kämpfe gewonnen. Und ich glaube, er wird es bei NFC weit bringen und ich glaube, er wird eine große, große Herausforderung werden für Maurice Adolf, denn er hat genau den Stil, der Adolf gefährlich werden kann. Das haben wir im Vorfeld schon gesagt, als es noch hieß, Holzer kämpft gegen Adolf. Wir haben das gesagt, als es hieß, Lascher kämpft gegen Adolf. Wir haben gesagt, der Gegner von Adolf muss einer sein, der konstant Druck macht, konstant aggressiv ist, Adolf keine Luft zum Atmen lässt, keinen Platz zum Arbeiten lässt, denn Adolf ist einer, der den Platz braucht, der den Raum braucht, der arbeitet, der lang sein will, der kreativ sein will. Und wenn du ihn von Beginn an in den Rückwärtsgang zwingst, dann erlaubst du ihm nicht zu arbeiten. Und genau das wird Dino Staricevic mit Sicherheit tun, ganz ohne Frage. Staricevic ist einer, der im Stand unfassbar aggressiv ist. Es ist einer, der Kämpfe schnell auf die Matte bringt und dort mit hartem Ground and Pound und mit guten Submissions arbeiten kann. Das heißt, es ist eine sehr, sehr heftige Herausforderung für Maurice Adolf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Hut ab, Respekt an Adolf, dass er selbst diesen Kampf gefordert hat, denn das ist definitiv eine massive Herausforderung. Das Ganze wird es geben, wie gesagt, am 16.12. im Castello in Düsseldorf zur großen Jahresabschlussveranstaltung NFC 17. Tickets gibt es wie immer unter fighting.de/tickets. Es wird in den kommenden Wochen und Monaten noch einige Promo-Stücke dazu geben, Trailer, Analysen, Porträts, Interviews etc. pp. Ihr kennt den Deal, ihr wisst, wie es bei uns läuft. Und wem die Wartezeit bis zum 16.12. noch ein bisschen zu lang ist, für den haben wir ebenfalls eine gute Nachricht. Am 11.11. gibt es die nächste NFC-Veranstaltung schon, das ist nicht mehr lang hin. Dann zum allerersten Mal in München und zwar im Olympiapark in der kleinen Olympiahalle. Tickets gibt es ebenfalls unter fighting.de/tickets und ihr könnt euch das Ganze wie immer bei uns auf dem Kanal anschauen, entweder im Abo oder als Pay-Per-View. Auch das wird eine sehr, sehr stabile Card. Das war es erstmal von mir. Kurzes Update zur Fightcard im Dezember. Weitere News gibt es in den nächsten Tagen hier auf dem Kanal. In diesem Sinne, bleibt gesund und haut rein. München, get ready. Deutschlands größte Kampfsportserie NFC kommt zum ersten Mal in die bayerische Landeshauptstadt.
Am 11. November bringen wir den Olympiapark zum Beben. Freut euch auf actiongeladene Fights und die besten MMA-Kämpfer, die Deutschland zu bieten hat. NFC 16 am 11. November in der kleinen Olympiahalle in München. Tickets gibt's auf fighting.de/tickets oder münchenticket.de. NFC 16 und Inferno FC, das müsst ihr sehen.